Dort geht es ca. 3 Meter runter. Genauso stelle ich mir einen Dämon vor. Ist irgendeine Seele, irgendeine Präsenz hier? Oh mein Gott! Boah, ist das unheimlich. Na, könnt ihr erraten, wo es jetzt hingeht? Dort, wo ich mein letztes Video gedreht habe, obwohl, was heißt letztes? Ich weiß jetzt nicht, in welcher chronologischen Reihenfolge ich das hochladen werde, was wir heute alles anfahren. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar werden wir jetzt beim Albrechtshaus eine paranormale Untersuchung starten. Denn ich habe mir gedacht beim letzten Mal, der ein oder andere unter euch hat sich bestimmt gedacht, schade, dass er keine PU dort gemacht hat. Heute werden wir eine dort machen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Gebäude wieder. Bis gleich. Nochmal ganz kurz, bevor es jetzt losgeht mit der PU im Gebäude. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, ein Gebäude übersehen, was jetzt noch hier weiter in den Berg hinauf nach dem Albrechtshaus im Wald steht. Und wir versuchen jetzt nochmal, ob wir das nochmal schnell finden. Gucken uns das nochmal kurz an. Und dann gehen wir zurück ins Albrechtshaus und starten dort die PU. Also dranbleiben lohnt sich. Ist ja fast schon wie so ein kleiner Waldspaziergang. Aber auch sowas macht ja mega Bock. Wer von euch auch gerne mal in der Natur spazieren geht, durch die Wälder, gerade auch hier im Harz, wo man wunderschön wandern kann, gibt dem Video mal einen Daumen nach oben an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, dort hinten sieht man das Albrechtshaus stehen. Und irgendwo dort in diesem Baumgetummel, dort soll noch ein Gebäude stehen. Hier ist auch irgendwie skurril. Hier ist total die Kuhle im Boden, als hätte hier auch mal irgendwas gestanden. Hier liegt zumindest noch eine Dachziegel und ein paar Steine, aber keine Ahnung, was hier mal stand. Ist auf jeden Fall ein bisschen windig hier oben, aber dafür habe ich ja die Mütze. Ja Leute, ich erinnere mich, beim letzten Mal sind wir hier einmal diesen Weg ins Dickicht halb rein und weil es da so zugewachsen war, sind wir wieder zurückgegangen, sind dann quasi rechts da dran vorbeigelaufen, weil es hat auch geregnet, habt ihr ja gesehen, ich war nass. Und deswegen hatten wir uns entschieden, da lang zu gehen, um schnell in ein Gebäude reinzukommen, damit die Kameras nicht nass werden. Aber jetzt werden wir uns mal hier den Weg durch das Dickicht kämpfen. Wer hat Angst? Ich habe Angst. I'm not afraid of ghosts. Who's that guy? I said, who's that guy? He's looking for the building. Ja. Yeah. So, da ist eine Gebäude. So. Und jetzt, hier ist es. Ah, okay. Jetzt kommt. Merkst du was? Wir sehen, wir haben es gefunden. Da waren wir tatsächlich noch nicht. Oh, schade, das sieht so cool aus. That was creepy. Oh, da haben wir ja richtig was verpasst. David was saying recently you are paranormal experiments here. That house looks haunted. It does.
just have to wonder what happened with the patients in here. Why is it so far away from the main building? Yeah. What did they do in here? Ich würde sagen, starten wir vielleicht doch erstmal hier in dem Gebäude mit der PU und schauen, was uns hier erwartet. Und bis dahin dürfte es auch ziemlich dunkel sein und dann ist es, glaube ich, perfekt für das Albrechtshaus. Ein Haus, in dem es ohnehin spuken soll. Es gibt diverse Geschichten darüber. Einige Geisterjäger auf YouTube waren hier bereits schon unterwegs in diesem Gebäude. Und ja, ich würde sagen, wir starten hier in diesem kleinen verwunschenen Gruselhaus. Mal gucken, was uns erwartet. Sieht vielversprechend aus, dass sich hier einige Seelen zu Hause fühlen könnten. Und wir gucken mal, ob dem auch so ist. Den Eingang haben wir schon gefunden. Es scheint zwei zu geben. Dort ist definitiv wirklich einer. Guckt euch mal dieses spooky Fenster an. Schon gruselig. Okay, hier auf der Rückseite scheint schon ein Teil des Gebäudes stark eingestürzt zu sein. Hier sieht es ein bisschen aus so wie der Haupteingang. Dort geht einmal so eine Art Veranda von links nach rechts vom Gebäude entlang. Gehen wir mal rein ins Gebäude. No, not yet. First thing on the entrance is the bathrooms. Oh wow. Wow. Talk about this hotel. Sieht ein bisschen aus wie eine Kirche da oben. Oh, you're right. David was just saying it looks a bit like a church in the hall. Yeah, that's true. Wow. It does, even in this room is like an octagon. Yeah, look at that. Das war bestimmt mal schön. No, the EMF I have so far got nothing on EMF. Not even a bleed. Guck mal, da haben wir so einen Blick auf die Veranda, die ich euch gerade von draußen gezeigt habe. Boah, das sah bestimmt mal übelst schön aus. Von der Architektur her richtig schönes Gebäude. Aber was sage ich eigentlich, das Albrechtshaus war auch ein richtig, richtig tolles Gebäude, als es noch nicht in Flammen stand. Leider kam ich nie zu der Ehre, es vorher besucht zu haben. Schade eigentlich, aber was soll's. Oh, ich sehe gerade, hier muss man echt aufpassen. Hier ging es ursprünglich runter in den Keller. Und schaut mal. Dort geht es ca. 3 Meter runter und die Treppe ist einfach abgebrochen. Ich denke, es ist wirklich gefährlich hier drinnen. Liebe Zuschauer, bitte auf gar keinen Fall nachmachen. Das ist absolut lebensgefährlich. Jetzt bin ich hier quasi bei der Veranda.
auch dort oben. Die ganze Dachetage ist schon eingestürzt. Da sollte man auf jeden Fall nicht lange drunter stehen bleiben. Es könnte jederzeit der Rest dort oben auch noch runterstürzen. Ja, das Gebäude hat auch auf dieser Seite wieder diesen selben Oktagon-ähnlichen Raum. Das ist schon eine mystische Stille hier draußen. Ringsrum nur Wald, weit und breit keine Straße, keine Häuser. Nur dieses eine, welches hier mitten im Walde steht. Unfortunately, there's not much here. Here. Ja, ich denke mal, wir werden unsere PU dann wohl doch eher im Albrechtshaus vollziehen, denn hier, hier gibt es nichts, wo ich jetzt den passenden Raum dafür finden würde, da alles ziemlich eingestürzt ist und jederzeit weiter einstürzen kann, und das ist, glaube ich, zu gefährlich. Wir müssen ja auch nicht unser Leben riskieren. Schade, schade, aber trotzdem war es sicher mal ein schönes Gebäude. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich zurück im Albrechtshaus. Okay. Mal über den Bauzaun, der mysteriöserweise diesmal am Boden liegt, was er beim letzten Mal nicht tat. Guckt euch mal diese Dunkelheit da hinten an, Leute. Man sieht einfach fast gar nichts. I have a really bad feeling about this. Yeah, me too. This is one of the scariest places I've ever been. And honestly, I just do not like it. Boah, ist mega unheimlich. Guckt euch diese Dunkelheit an da hinten. Das sieht in Dämmerung ja noch mal gruseliger aus als beim letzten Mal. Und es sieht einfach aus, als würde dort hinten jemand stehen. You can't see it with your light there, but my shadow went straight to that shadow figure. That figure looks so spooky. That's creepy as hell. Genau so stelle ich mir einen Dämon vor. Ja, noch ist es einigermaßen hell draußen, aber ich glaube, wenn es erstmal dunkel ist, dann ist das hier auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte.
ganz kurz leise sind. Boah, ist das unheimlich. Es ist so ruhig hier hinten in der Ecke, ne? Dort vorne war es ziemlich laut noch. Hier hinten hört man nicht mal den Wind. Obwohl auch hier alles offen ist. Ja, den Raum, den solltet ihr erkennen. So, did you know there's no EMF activity in here at all? Strangely enough. Pretty creepy artwork. That's all it seems to be. Gerade angehört, als wenn einer hinter uns läuft. Ich probiere jetzt einfach mal die Spiritbox aus hier unten. Ist irgendeine Seele, irgendeine Präsenz hier in diesem Raum? Ghost? It said out. Out? Kannst du mir deinen Namen verraten? Wie heißt du? Mein Name ist David. Mein Name ist Brian. Ist das hier dein Zuhause oder bist du hier gefangen? Weißt du, wer diese dämonische Kreatur dort an die Wand gezeichnet hat? Kann mir einer der hier anwesenden Seelen vielleicht sagen, ob das Albrechtshaus wirklich verflucht ist? Spukt es hier in diesem Gebäude? Es klang gerade wie ein Ja. Ist es okay für euch, dass wir hier in diesem Gebäude sind? Ich werde die Ergebnisse der Spiritbox wie immer im Video untertiteln, denn zu Hause hört man meistens noch mal besser die Wörter raus. Dieses Gebäude hier strahlt eine unglaubliche Dunkelheit und negative Energie aus.
to David saying that there's such a darkness here, such a negative energy. And absolutely, David, something's coming towards us. Ich habe gefühlt, etwas kommt zu uns. In der Mitte da. Steht noch irgendjemand hier in diesem finsteren Gang mit uns? I just saw a shadow and it was coming towards us. It's like almost, it's like a haze almost. That feels like crazy. Okay. I can't tell if I see it anymore, but it looks like a haze shadow is coming towards us. I don't know if we should be going towards it. I will try. Ich komme jetzt mal in deine Richtung, falls du dort hinten bist. Wir haben gerade einen Schatten gesehen. War das dein Schatten? Ist das okay, wenn ich in deine Richtung komme? Ist das okay für euch, wenn wir hier sind? Ist irgendeine Seele hier mit uns in diesem Gebäude? Oder ist irgendeine dämonische Präsenz hier in diesem Gebäude? Vielleicht in diesem kleinen Versteck hier. Ich habe, glaube ich, den Teufel gefunden. Es sieht einfach aus, als wenn dort der Teufel steht. Right there. Oh, shit. Yeah, I remember that now. Ist hier irgendeine dämonische Präsenz in diesem Gebäude? Wir haben jetzt die Spirit Box erstmal. Was war das denn? Das war crazy. Das kann nicht mein Atem gewesen sein. Ich habe gerade hier, ist gerade so ein weißer Schleier lang gezogen. Aber das ist nicht von hier. Yeah, well, when we were down there, I saw a black mist, like a black shadow mist, coming towards us. It was like slowly approaching us. It creeped me the frig out. I mean, boah, das sieht so gruselig aus. It is creepy, dude. I don't like this, dude. This place is so creepy. I heard talking. Hello? Was war das? It's in the room. Ich habe Schritte gehört. I heard a voice. Yeah. Who are you? Sind Sie Erbeck, sir? Hallo? Wenn hier jemand ist, dann komm bitte jetzt raus. Wir wollen uns nur das Gebäude anschauen. If you're an explorer like us, you don't have to worry. Du brauchst keine Angst zu haben, wir sind kein Polizei. Da war schon wieder ein Schritt. Yeah, that's like, dude, that's starting to scare me. I know we don't get scared, but this place freaks me out. Sollen wir mal hingehen? No, I don't want to go over there. I'm not like that, but this place, I don't want to go over there. Ist irgendjemand hier? Hallo? See, when we were hearing, you can hear the water, but what I heard a female voice, and then I heard like heavy footsteps, and it's not this water. You gotta be shitting me, there's nobody in here. Yeah.
baby Jesus save us. Also wir haben definitiv Schritte gehört, eben hier drinnen klar und deutlich. Und jetzt checken wir hier einfach mal die Räume aus, aber es scheint keiner hier zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das nervös machen sollte. Okay, Brian hat jetzt gerade die Schritte aus einer anderen Richtung gehört, von der wir gerade gekommen sind. Entweder versucht hier gerade jemand mit uns zu spielen, oder? Boah, das fühlt sich ja noch ganz schlecht an hier drin. Ich bin jetzt hier in so einer kleinen, 2x2 Meter Kammer. Es fühlt sich an, als wenn hier gerade ganz viele Leute mit mir im Raum stehen, die mich bedrängen. Oh ne, ich gehe wieder raus. Das ist echt unheimlich. Oh Gott. So langsam ist die Dunkelheit draußen auch am Eintreten und es wird immer gruseliger hier drinnen. Dafür gibt uns bitte einen Daumen nach oben auf dieses Video. Auch diese Treppe sieht im Dunkeln eigentlich richtig gruselig aus. So dunkel ist es aktuell ohne Taschenlampe, ihr seht. Ein bisschen Tageslicht ist draußen noch. Die Kamera macht das ein bisschen heller, als es wirklich ist. Aber wie ihr seht, man kann mich schon gar nicht mehr so gut sehen ohne Taschenlampe. Es wird dunkler und dunkler. Definitiv unheimlicher, bedrückender, beängstigender, furchtbarer. Und es fühlt sich verdammt negativ an, hier zu sein. Hört ihr das? Like sirens. Nein, nein, das ist Feuer, Feuer.
Also gruseliger geht's echt nicht. Jetzt ist man hier komplett alleine. Es wird immer dunkler. Man fühlt sich hier richtig irgendwie von allen Seiten von irgendwelchen Entitäten, aber negativen, umzingelt. Dann geht eben noch in der Ferne die Stadtsirene an, was früher Fliegeralarm war. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera gehört hat, aber auf jeden Fall steigert das die Atmosphäre noch mehr ins Negative. Are you trying to scare us today? Because it's working. Ist irgendjemand hier, der sich bemerkbar machen möchte? Okay, let's listen. See if we got anything. Okay, the EMF here is going off too. So I would say, wow, dude, this is crazy EMF right here. That's insane. You scared it away again. Oh, there it comes. Yeah, that's just, wow. Okay, I would say we do the REM pod session. So we're setting up the REM pod. That one moved towards me. This is, I put it over there and it came towards me. I mean, I don't know if that's probably nothing paranormal, but it was really weird. Yeah. I didn't expect that, that kind of spooked me. Okay, Leute, das Setup steht. Teddy Bear, Ghost Balls und REM Pod. Wenn irgendeine Seele hier ist, mach dich gerne bemerkbar, indem du einen der Bälle zum Leuchten bringst oder den REM Pod zum Leuchten und Blinken bringst. Du kannst dort gleichzeitig ein akustisches Signal auslösen. Is anyone here with us that wants to play with the balls? Do you want to touch the REM pod? So it went only off for a few moments and now it's quiet, very quiet. Yeah. Mixture. Möchtest du vielleicht den Teddybär einmal streicheln? Turn off your light. Ich mache jetzt mal das Licht aus. Vielleicht möchtest du nicht im Licht stehen. Vielleicht magst du das nicht, geblendet zu werden. He turned his light off. Can you turn, touch the red light? Kannst du die rote Licht anfassen? Bitte? Hast du Angst von uns? Are you scared of us? Wenn du Angst vor uns hast, dann beweg dich doch mal auf das rote Lämpchen zu. Dann wissen wir, dass du Angst hast. Dann würden wir auch ein Stück zurückgehen, wenn du möchtest. You don't need to be scared of us. Wir möchten dir nichts Böses tun.
Wir sind wirklich ganz liebe Menschen. Und wir möchten aber auch, dass du uns nichts Böses tust. Darum bitten wir dich. Ist irgendjemand hier? Ist irgendeine Seele hier bei uns? Are there any entities in the building? Wir freuen uns über jeglichen Kontakt mit euch und jegliche Kommunikation. Okay, wir wechseln jetzt einmal den Platz, denn hier ist jetzt mehrere Minuten lang nichts geschehen. Ich werde nun die Ghostbälle hier platzieren, in einem anderen Raum. Ihr dürft gerne hierher kommen und einen dieser Bälle berühren. Oh. Okay, das ist weird. That was weird. But it could be when I put the rim plot back down, it vibrated the ground. Ja, das kann sein. So, was ist Betonfußboden? Eigentlich dürfte der bei sowas nicht vibrieren. Okay, der Ramport hört gar nicht mehr auf. Okay, that's freaky. So, that's not supposed to happen. Who's here? What's your name? Oh, I'm getting chills, dude. That's freaky. Bring doch bitte mal einen der Bälle zum Leuchten. Dort liegen drei Bälle vor diesem Gerät mit der roten Lampe. Fass doch mal einen an. So he's asking for it to touch the balls that are in front of it. Trau dich ruhig, du brauchst keine Angst haben. Die Bälle tun dir nichts und auch diese Geräte können dir nichts tun. Ask him to touch the bear. Kannst du den Bär mal berühren vielleicht? Magst du den kleinen Teddybären? Guck mal, wie süß der ist. So ein kleiner süßer Teddybär, ich glaube, der hat sogar so einen kleinen Rucksack auf. Ja, mit Battery drin sogar. Yeah. So what I want to see, okay David, look at this, point your camera here, and what I'm going to do is I am going to, okay that's me, but, okay, that was a heavy stomp. That but heavy? That's heavy. Okay, so that was me, wait till it goes out again. Okay, so now let's see. Let me put this down. Okay, that was me. So now okay. We know definitely that was me. Das ist verrückt, dass das den Boden so vibriert davon. Ja. Yeah. Also nicht, das war nicht paranormal. Sometimes we just have to check. Okay. Something's there. Vielen, vielen Dank fürs Mitteilen. Dude, the antenna is moving. Oh, shit. Oh my god. Oh, oh my god. I have never seen that in my life. Okay, das ist gruselig. Guck mal. Die Antenne bewegt sich einfach. Oh my god. I have never seen anything like that. How is that even possible? Okay. Did you see that, David? Ja, yeah, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Holy sh! Me too! Es fühlt sich an, als würde da gerade einer sitzen oder hocken. Oh my god. Leute, ich hoffe, ihr seht das auf Kamera. Me too. It was literally moving. Das muss aber eine sehr, sehr starke Präsenz sein. If you could knock that fence over outside. Yeah. If that's what happened. Can you move it again, please? As you can see, that antenna should not move. And nothing's touching the rim pod now and the antenna is not moving. Oh, this is so creepy. Dead train horn. This scared me a lot. God, really, what happened here? The antenna moving
Okay. I have never seen. I hope the camera caught that. The antenna just moved again. Yeah, I see it. Oh my God! It's moving the antenna! Dude, absolutely what the freak? Fucked. Oh my God, that's crazy. I wasn't even pointing anymore, it's so scary. Da ist nichts dran. You know what, David? I don't care if people believe it or not. I see it. Yeah. And I'm right here. Ja, Leute, das soll es an dieser Stelle gewesen sein mit der kleinen PU hier in fast kompletter Dunkelheit im Albrechtshaus. Ich bin absolut sprachlos, aber auch positiv überrascht über die paranormalen Ereignisse, die wir jetzt dann doch noch auf Video festhalten konnten in der ersten Etage des Albrechtshaus. Absolut krass. Wenn ihr das Video auch so krass fandet, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar dazu und hinterlasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal. Dann könnt ihr in Zukunft auch weiterhin solche spannenden PUs gemeinsam mit mir und Brian begleiten. In diesem Sinne, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Adventure auf Dark Tourism. Bis dann, ciao, ciao.